Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir wieder einen Zuschauerwunsch und schon wieder vom Stefan. Viele Grüße an dich an dieser Stelle. Wenn ihr auch einen Zuschauerwunsch habt, einfach immer raus. Und ich bin gerade irritiert, wie mich das Spiel gerade anschreit. Ihr seht es, es ist Dennis für das Super Nintendo. Yeah! Ja, auf jeden Fall, der Stefan hat sich das gewünscht und bevor ich es wieder vergesse und wieder unterbrochen werde, wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16 Bit von einem Spiel, was euch geärgert habt in eurer Kindheit oder sonst auch immer, einfach in die Kommentare rein. Ich habe eine Liste, wo ich alles immer draufschreibe und das gehe ich dann nach und nach auf jeden Fall durch. Ja, Dennis, war eine große Sache in den 90ern, super Kinofilm. Oder es gab sogar Zeichentrickserien, glaube ich, auch und Comics und sowas, keine Ahnung. Kann mich sehr dunkel dran erinnern. Im Prinzip so ein Dennis, das ist halt so ein Kleinwüchsiger, der halt seinen Nachbarn immer ärgert, aber eigentlich liebevoll ist und Streiche spielt und so weiter. Ist natürlich super als Kind, wenn man auch der ärgert die Erwachsenen und so weiter. Und da muss es natürlich dann auch ein Spiel zu diesem Film geben. Und das gucken wir uns hier an. Ich meine sogar, ich habe das mir damals mal von einem Kumpel ausgeliehen als Kind. Und auch damals habe ich schon so gewusst, das ist nichts. Aber schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Immer gibt es so ein paar Sprachsamples. Sagt, Mr. Wilson ist ja der Nachbar, der immer geärgert wird auf jeden Fall. So weit wissen wir alle. Wobei ich den Film natürlich jetzt nicht ganz so präsent habe auf jeden Fall. Oh. Es ist ein Plattformer. Überraschung. Okay, wir können springen. Wir haben eine Wasserpistole. Das war's. Okay, mit den Schultertasten kann man so ein bisschen nach links und rechts gucken. Warum auch immer. Okay. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Home Alone Spiele. Die sind so ähnlich. Okay, die Wasserpistole macht exakt gar nichts. Okay. Sehr interessantes Haus auf jeden Fall. Hallo? Wozu habe ich denn eine Wasserpistole? Ach, und guckt euch mal, wie blöd die spritzt. Da kann man ja gar nicht vernünftig irgendwie zielen oder ähnliches. Und wirken tut sie nichts. Hä? Okay, also Gegner umgehen. Dann frage ich mich, warum? Ah, jetzt habe ich irgendwie Waffen gewechselt. Vielleicht bringt die ja was. Auch so einen komischen Flugwinkel irgendwie, ne? Also ich glaube, auf Waffengewalt kann man sich hier auf jeden Fall nicht verlassen. Oh, okay. Die Maus haben wir erledigt. Hey. Okay, Mäuse kann man anscheinend erledigen. Ah, komm, kriegen wir die Münze? Kriegen wir die Münze? Ah, knapp. Vielleicht wenn ich hier drauf und dann... Auch nicht. Wieso kriege ich denn diese Münze nicht? Und wieso... Es ist wieder so schlechte Lesbarkeit, ne? Was ist hier jetzt Plattform und was nicht? Weil ich hätte jetzt gedacht, dass man auf die Lampe springen kann. Weil die ist jetzt ja quasi auf derselben Ebene wie die anderen. Ha! Sehr seltsam auf jeden Fall. Okay. Doink, doink. Oh. Das Level-Design ist irgendwie... Wie habe ich die Waffe nochmal gewechselt? Okay, so irgendwie. Okay, mit dem Taste oben. Da. Den Button. Okay, man kann Waffen wechseln. Wir haben zwei Waffen. Und ich bin tot. Weil mich irgendwie alles in diesem Haus umbringen will. Und wie viele Mäuse und wie viele Katzen hat der? Irgendwie habe ich im Kopf, dass ich hier Sachen einsammeln muss. Ich weiß aber nicht, ob ich das irgendwo mal gelesen habe oder... Keine Ahnung. Da kann ich jetzt nicht durch. Also, ne? Das meine ich damit. Das Level-Design ist schlecht lesbar. Für mich ist das hier Hintergrund. Und nicht irgendein Hindernis, wo ich nicht durch kann. Oh, ruhig, Panda. Ruhig, Panda. Also steuerungsmäßig, okay. K
kann man nichts zu sagen. Ist in Ordnung. Oh, jetzt ist das schon wieder so eine Band. Ah! Da muss man aber auch erstmal drauf achten. Weil auch vom Farbton her, klar, die hat natürlich im Gegensatz zu der Zierde, sage ich mal, ein Muster. Aber es ist auch nicht logisch, dass da einfach so eine Wand ist, so als Sperre. Okay, in diesem Haus ist verdammt nochmal nichts logisch. Außer, dass ich diese scheiß Münze nicht erreichen kann. Ach, vielleicht wenn ich hier oben denn rüber? Auch nicht? Oh, diese ich mag ja Katzen. Ich habe zwei Katzen selber. Ah, jetzt endlich. Was springen ist irgendwie komisch, ne? Man wird komischerweise nicht dadurch gebremst, dass man hier an der Decke lang springt. Und wieso kann ich hier nicht auf der Küchenarbeitsfläche springen? Das wäre doch eine logische Plattform, oder nicht? Ein Schrank. Aber hier kann ich wahrscheinlich drauf. Da ist ein Level-Up da oben. Wieso ist das jetzt da jetzt keine Plattform? Ey, das ist ja munteres. Was ist Plattform, was ist nicht raten? Das ist doch scheiße, ist das. Oh. Ruhig, Panda. Ganz ruhig, Panda. Okay. Okay, das Eingesammelte bleibt aber, glaube ich, eingesammelt, oder? Ach ja, es macht einfach keinen Spaß. Weil hier alles so unnötig zugemüllt ist. Ich gehe es einfach mal durch. Ich glaube, die Sachen sind eingesammelt. Den brauche ich da schon mal nicht mehr gucken. Okay, die Soundeffekte, die gehen in Ordnung einigermaßen. Ja, ey, noch drei Leben. Aber immerhin hat man echt viele Leben, ne? Nur hat dieses, was ist Plattform, was ist nicht Plattform raten. Das geht mir echt auf den Piss. Und wie kann ich diese blöden Katzen erledigen? Hol dir doch diese Tassen! Kann ich da rein? Natürlich nicht. Ah, doch. Irgendwo habe ich das doch, glaube ich, schon mal gesehen, dass man die denn quasi die Wertsachen quasi schützen muss in einem Safe im Keller. Keine Ahnung, ob das hier ist. Ich glaube, ich habe das irgendwo auf YouTube mal gesehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig... Ach nee, das war Home Alone. Stimmt, das war das Spielprinzip von Home Alone, dass man das vor den Einbrechern retten muss. Aber weil die halt auch vom Aufbau und vom Stil her so ähnlich sind. Ich habe natürlich jetzt nicht im Kopf, ob das vom selben Entwickler kommt, aber es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Oh! Nach ungefähr 5 Treffern verschwindet die Katze! Hey! Und wie spannend ist das hier gerade? Ich laufe hier durch den Keller durch. Ich habe keine Ahnung, wo hier Plattformen sind. Wow! Spannung! Spannung! Und versuche hier die Maus abzuschießen. Hey! Wie viele Katzen hat der denn? Und Fledermäuse. Wie soll ich nach hoch? Also hier sind so viele Plattformen, wo ich überhaupt nicht hochkomme. Die einfach keinen Sinn machen. Ey, wie viele Gegner sind denn hier auf einen Haufen? Was soll denn das? Was soll das? Echt? Ich versteh's nicht. Wieso sind die Plattformen so platziert, dass man gerade so nicht drauf kann? Aber gerade so. Oh, jetzt hat mich diese blöde Fledermaus hier erwischt. Oh. Nee, ey. Oh, nun komm. Wie unspannend. Echt mal. Grafisch geht das Spiel ja in Ordnung. Da sage ich ja nichts, ne? Was ist das denn da? Wieso komme ich da nicht ran? Wo soll ich denn hier irgendeine Chance kommen, auf diese Plattform hochzukommen? Jetzt mal ehrlich. Ich verstehe es nicht. Es kann sein, dass ich irgendwie zu blöd bin. Kann sein. Will ich nicht ausschließen. Aber... Leute. Leute. Ich weiß nicht.
Nee. Ich weiß nicht. Oh ja, komm. Oder muss ich denn von hier? Nee. Ich verstehe es nicht. Okay. Ich muss da irgendwo ganz am Anfang drauf springen. Und wenn ich hier einen Sprung falsch gemacht habe, dann falle ich runter. Was ist denn das für eine Herausforderung? Das ist scheiße, ist das. Aber nicht nur scheiße, scheiße mit einem Schleifchen obendrauf. Ach komm, Spaß sieht echt anders aus. Trotzdem danke Stefan für diesen Wunsch, aber das Spiel ist wirklich liebloser Lizenzversoftung Schrott ohne Ende. Da wurde sich nicht Mühe gegeben, da wurden einfach viele Gegner auf einen Haufen getan und das spielt sie schon. Nein, scheiße ist. Aber danke, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!